Und herzlich willkommen wieder bei Strategic Command, wo die Achsenmächte sehr schwer. Ich dachte jetzt, das wird heiter und lustig mit den ganzen sowjetischen Einheiten. An Kommentaren gab es so Sachen, dass vielleicht Teheran hier noch von hinten von der anderen Seite angegriffen werden könnte. Da müssten die Italiener mal schauen. Marinebomber hier in die Gegend bringt. Und sowieso, es waren hier und da noch kleinere Sachen. Jetzt zur größeren Linie nichts, aber die ist weiter eindeutig. Die müssen hier zusammentreffen, die müssen da zusammentreffen, die in der Mitte müssen das irgendwie halten und hoffentlich starten, nee, nicht zu früh, am besten eine Invasion. Soweit der Plan. Hier mal eben durch. Ja, hier sind noch die einfachen Sachen. Du sollst das alles einnehmen. Und ihr haltet euch bereit, wenn die hier die Handelsroute kriegen. USA. So, du gehst die Eisenbahn nach Basra und fährst nächste Runde nach Mosul und kommst hier entlang. Jetzt unsere lieben Italiener, du läufst dahin. Ich weiß, dann hat er jetzt weniger Schaden gemacht im Angriff, aber er sollte sicher noch dahin laufen können und jetzt für den haben. Ah, jetzt kannst du sogar noch in den Ort rein und du vernichtest den. Sehr gut. Also ich habe schon spekuliert, dass hier niemand drin steht. Wenn, dann wäre das jetzt ein bisschen teuer geworden für den Panzer. Nehmt eure Luftwaffe mit, aber es regnet ja eh diesen Zug. Aber dann kommen die schon mal weiter nach Teheran. Tja, und jetzt die erste wirklich spannende Sache. Was macht man hier also? Asaku kommt auf jeden Fall in den Ort. Und das andere Haku, okay, da steht jemand im Weg. Überlegen, den hier nicht vielleicht doch ein Stück zurückzuziehen, weil dann hätten wir auch noch einen Fluss zum Großteil und selbst wenn die den Ort sich zurückholen, nicht so tragisch, dann stehen wir einfach noch ein bisschen besser. Das Wichtige ist auch hier drüben jetzt der Angriff auf Astara. Die Pack alleine bringt das nicht. Wir können erstmal draufschießen. Haben sogar Glück, weil er Schaden mitmacht, das. Aber es reicht immer noch nicht für die Pack. Jetzt könnte die mal diesen Ort da noch besetzen. Ich glaube jetzt nicht, dass hier in den kleinen Orten noch jemand ist. Naja, also das Wichtigste ist jetzt, ob die Panzer da jetzt reinkommen. Uff. Hätte ich 1-1? Ah, was hätte der falsche Mega? Der 1-0. Davon ist nichts wirklich überzeugend, aber dann würde ich mit dem 1-0 anfangen. Ist jetzt auch nur 1-1 und ein Feld aufgedeckt, deswegen kommst du da nicht mehr weg. Der andere hat auch nur 1-1. Das sind jetzt nicht gerade überzeugende Werte. Der schon mal nachkommt. Die investieren sich hier. Müssten da aber halt eigentlich schnell durch. Das nächste Runde auch nicht gerade toll. Sogar genau auf den Werten, die sie gerade sowieso haben. Okay, versuchen wir es mal vielleicht. Ah, Glück gehabt. Obwohl, warte, sind alle Bewegungspunkte weg. Kann jetzt eh keiner mehr in den Ort einziehen, aber okay. Na, ich meine, das ist weg. Wir haben im Kern nur einen Panzer verloren gegen ein gegnerisches Korps. Er zieht jetzt wahrscheinlich die Armee rein, aber okay. Beziehungsweise, wenn er die Armee nur reinzieht, können wir den noch abschneiden und irgendwie so. Und wir haben bald unser zweites Haku. Und wenn es nicht regnet, haben wir auch die Luftwaffe. Das war vielleicht nicht optimal, aber immerhin. So, hier drüben wird das vielleicht noch ein bisschen komplizierter. Genau, und ich wurde darauf hingewiesen, dass ich mit den Jägern mal hier und da häufiger Aufklärungsflüge machen könnte. Ja, und das machen wir einfach mal ein bisschen, schauen, was hier so los ist. Nicht viel. Jäger Nummer 2, was ist hier Richtung Krim?
auch nicht so viel. Also hier waren jetzt die Raketen geplant herzubringen, damit die den Ort kaputt schießen. Man musste gleichzeitig hoffen, dass die uns die Eisenbahn da noch lassen. Glatt die Armee vorschicken. Hoffen, dass die nächste Runde auf das Feld kommen, weil die hat Mobilität. Andererseits, die ist gleich so teuer. Noch einfach das Korps schicken. Aber das überlebt. Die Armee und hoffen, dass wir nächste Runde das Feld da bekommen. Aber das Wichtige ist jetzt, dass die Panzer hier vorrücken und endlich mal das erste Ölfeld sichern. Gleichzeitig die Infanterie, das hier alles ein bisschen abdeckt. Und dazu müssen wir, glaube ich, alle Bomber unterstellen. Beziehungsweise wen habt ihr so? Okay, die Jagdflugzeuge hätten wir vielleicht noch freistellen sollen. Also Panzer, diese beiden Armeen könnten wir noch rausnehmen. Ah, vielleicht das Korps, das deckt ihr auch nur. So, dann geht es einerseits darum, diesen Panzer aus dem Weg zu räumen. Vielleicht auch noch den schweren da irgendwie zu treffen. 3-1, 3-1, 3-1, 4-1. Dann würde ich sagen, haust du auf den schon mal drauf. 3-0. So kriegt das leider nicht hin. Wir brauchen vielleicht noch, oder wahrscheinlich Bomber für diesen Ort. Der auch möglichst schnell fällt. Okay, du könntest hier hinfahren, dann hast du potenziell beide in Reichweite. Mal wissen, was der dann für Werte hätte. Hier eins, würde nur einen Angriff verbraten. Klingt gut. Tja, jetzt dieser Ort. Du hast dran, du hast dran. Noch euch, dann fängt der mittlere an. Ein 0 für uns, das klingt eigentlich gut. 2-0, 2-1. Muss auch noch bedenken, dass wir hier drüben vielleicht einen. Ja, wir könnten mit einem guten Bomber noch dazu den schweren Panzer rausnehmen. Oder halt hier jetzt mal angreifen. Jetzt will ich erstmal nur mal sicher gehen, dass wir den Ort schnell kriegen. Na gut, du kannst wohl noch das 2-0 so richtig machen. Kein Angriff mehr. Ich hoffe auch, dass jetzt dieser schwache Panzer das kann. Ärgerlich. Er hat noch Bewegungspunkte, weil dann könnte dieses Korps vorziehen und den Gegner nicht vernichten. Warum hätte das auch funktionieren sollen? Kommst da nicht an. Also unbedingt. Ja, selbst wenn der noch zur Seite fährt. Darf er noch nicht endlos schon vorrücken? Ja gut. Aber irgendwie zur Seite rücken muss der schon, aber dann. Obwohl die Garnison wird da nicht rauskommen, aber trotzdem. Wenn wir in die Richtung auch gedeckt wären. Beziehungsweise wir haben da eine Eisenbahnverbindung. Da kann niemand einfach so hingesetzt werden. Irgendjemand wird ja wohl noch in der Reserve stehen, die Einheit da vielleicht. Da entlang, weil dann kann der hier vielleicht schon mal ein Feld noch machen. Naja, der letzte Bomber. Es wäre schon schön, wenn dieser schwere Panzer da weg wäre. Anderer Panzer den nehmen, in den Ort reinfahren und sich hier dann schon mal platzieren. Na gut, hauen wir auf den drauf. Ja, gut, 1-7 ist.
und der könnte sogar in den Ort rein. Dann kommen wir in den Ort rein. Sagen, das Akku schieben wir hier vor. Haben wir da unten auch Versorgung auf jeden Fall. Naja, immerhin einigermaßen. Jetzt ist die Frage, wie decken wir hier ab? Wir könnten dieses Chor zum Beispiel noch hier hinstellen. Das ist natürlich am liebsten mit nach vorne. Diese Armee da hinstellen. Okay, die sind jetzt nicht ganz so kampffähig. Den da hinstellen. Irgendwie fehlt dann aber noch einer, finde ich. Wir könnten den noch. Da hinstellen, das andere Chor hier hinstellen. Weil ich denke, dann kann dieser Panzer hier noch nach vorne. Und zum Beispiel diese Garnison. Ich weiß, sie haben 5-1 auf dem Panzer. Aber wir müssen nach vorne. Zum Öl. So kommen wir auf jeden Fall schon mal näher ran. Garnison leider nicht ganz schlagen. Also, du gehst da rein. Ich auch noch diesen mechanisierten. Wir können auch noch mal eben da rein. Ist auch halbwegs gedeckt. Okay, der überlebt leider. So, dann ihr da deckt. Vielleicht zumindest zum Teil noch ein Feld vor, dass man doch. Dann sind sie zum Teil über den Fluss rüber, aber doch etwas eher noch Gegner sieht. Ist sonst noch alles in Ordnung? Und wir noch einen Typen ranfliegen. Ja. Gut. Unter Umständen wird da noch jemand hinverlegt. Aber wir müssen erstmal ein bisschen die Front abgehen, weil im Kern so viel ist hier dann jetzt doch nicht, dass aus der Ecke so bedrohlich wäre. Müssten wir gleich nochmal schauen. Immerhin Ölfeld Nummer 1. Okay, wir kriegen es diese Runde nicht, dann kannst du darauf warten. Aber wenn alles klappt, können wir nächste Runde das erste Öl holen. So, hier im Mittelteil. Diese Armee, die Rumänen sollten irgendwie mit ihren drei Armeen mal lose versuchen, ob sie Richtung Kursk kommen. Da wird es vielleicht einfach mal Zeit, die wieder voll zu machen. Das ist zwar teuer. Vielleicht können wir immer noch auf 8 bringen. Könnten wir noch. Ach, und da schmilzt das Geld wieder. Wo geht dann schon mal hier rüber? Die decken die Sonne noch die Partisanen ab. Genau, und das sind feindliche Partisanen. Genau. 1-1. Okay, bleibt einfach da stehen und deckt die. Und jemand muss nach Kiew. Frage: Macht das das Chor? Wir hätten hier noch einen Reiter im Angebot. Also schauen wir gleich mal, wer da im Zweifel hinkommt. Dann haben wir hier oben. Die Armee muss auch dringend verstärkt werden oder fließt das Geld aber weg. Dann hatte ich überlegt, ihr beide könnt eigentlich tauschen. Der müsste trotzdem dann noch 8, genau, verstärkt werden. Der eigentlich auch. Ich glaube, es ist nicht mehr viel übrig für Forschen. Gab es bei den Deutschen eine absolute Kerntech, die weitergetrieben werden muss? Weiterentwickeltes Flugzeug. Danach den schweren Bomber. Aber ich weiß nicht, ob wir noch wirklich viel mehr Boote über haben. So, die Artillerie dahin vor. Zu und ob per Gewaltmarsch. Da hat sie zwar eine Geschosse mehr. Aber dann ist sie mal in Feuerreichweite für irgendwas. So, ja. Rückt hier vor, würde ich sagen. Der hat noch nicht mal Upgrades. Und kommt hier irgendwie auch in versorgtes Gebiet erstmal. Oder nähert euch dem zumindest an. Und so auch zu deinem Haku rüber. Wer ist jetzt wer? Also die Garnison deckt die beiden Felder ab. Und die Garnison deckt dann Gomel ab.
Das heißt, das rumänische Korps kommt auch mal hier drüben hin. Hier da eine Stadt bequem und das Feld gehört uns. Dann musst du da mal eben rein. Okay. Wir in der Ecke jetzt noch nicht viel machen, aber in den nächsten paar Runden sammelt sich hier dann mal wieder eine Truppe, die irgendwie offensiver agieren könnte. Jetzt haben wir hier drüben eine etwas komplizierte Situation. Weil die Flieger können zwar fliegen, aber die Frage ist, sollen wir hier rein in Pernü oder erstmal diesen Angriff da zurückschlagen? Ja, also ich würde sagen, du kesselst den da einfach ein. Ist der schon mal kein Problem. Du rückst dann vielleicht lieber hier rüber. Kosten 2-0 auf die Armee. Ich würde die halt am liebsten einkesseln, aber das Korps werden wir nur so recht mit Luftunterstützung los. Aber ohne Luftunterstützung sieht das hier im Angriff auch nicht so gut aus. Da sagen wir retten, also naja, retten. Es ist noch nicht so ganz bedrohlich, aber wir räumen erstmal hier drüben auf und hier holen wir uns das dann im nächsten Ort. Wir den Panzer hier zum Beispiel noch voll machen. Rohr könnte noch aufrücken. Und diese Armee. Ja gut, sonst verschieben wir den ganzen Angriff ein bisschen. Wir können nämlich das Akku hier rüber schieben. Dann hätten wir noch da nächste Runde bessere Zahlen. Müssen wir hier natürlich noch leicht zurück. Okay, du kannst natürlich nach da unten unterstützen. Könntest vielleicht auch noch sicherheitshalber dahin. Machen wir erstmal das und das und dann da drüben weiter. Ja, italienischer Panzerzug. Also müssen jetzt erstmal sehen, dass der da rauskommt. Das ging mit einem Bomber. Deckschaden. Drei macht Schaden. Ja, der braucht wahrscheinlich seine ganze Bewegung, um auf das Feld zu kommen. Wir könnten den Panzerzug nach vorne schicken. Na komm, du tauschst mal mit der Armee durch. Die hat eh bessere Überlebenschancen da. Müssen wir wohl nochmal drauf bomben. Noch ein Abfangjäger. So, du machst dazu. Sagen, du kommst hier an und machst dazu. Könnte hier, naja, du bist vielleicht, er kann auf die Flugzeuge gehen. Aber dann wäre er selbst ganz schnell, ganz leicht gekesselt. Ne, du machst erstmal hier zu. Dann haben wir die Einheiten hier und hier eine stabile Front und da oben gleich mehr Versorgung. Und ein paar kaputte Flugzeuge. Ja, und ich würde die Armee gerne hochziehen, aber wir müssen bei den Deutschen noch ein bisschen rangieren und ja, Punkte sind schnell weg. Kommen wir hier rein. Ah, ja, sieht doch gut aus. Ah, gut, die stehen sich hier alle ein bisschen im Weg. Du kannst mal dahin. Sehr gut, der Ort nördlich von Leningrad gehört uns. Artillerie können ja auch direkt da drauf schießen. Nein, beide Orte vom 5, dann kann der eigentlich vorrücken und unsere Versorgung hier vorne noch ein kleines bisschen boosten. Und dann Einheiten kommen hier erstmal hinterher. Ja, die Jagdflugzeuge, die wir in der Gegend haben, hier sind auch ziemlich erschrott, aber wir haben nun mal keine Punkte. Der ist natürlich auch tief verschanzt, aber mit der Raketenartillerie geht das ja auf Dauer runter. Gut, der mittlere Bomber hat viel Reichweite. Ganz nach Leningrad reizt jetzt natürlich auch noch nicht. Vielleicht müssen wir auch zuerst noch das Feld erobern.
wir zwei Einheiten da dran haben oder wir gehen da irgendwie durch und den komplett. Ah, vielleicht gehen wir erst auf das Feld. Artillerie noch tauschen, dann kann der jetzt immer noch auf alle schießen. Eben mein Hakus und die ganzen Truppen danach kann man ja zur Not noch alles. Naja, noch anders aufbauen. Also gar nicht mehr, waren ja noch sowjetische Schiffe. Sonst gehen wir einfach auch nur mal sicher und bleiben alle im Hafen. Wo noch Feindschiffe sind, ist auf jeden Fall hier oben. Und zwar einige Feindschiffe. Zum Glück ist die Bismarck hier wieder aktiv. Also voll getankt vor allem. So, der sollte mal auftanken. Der sollte auch auftanken insgesamt weg. Der sollte auch auftanken. Sonst fahren wir erstmal auf Tankmission. Du solltest auch weg. Ganz alleine mag ich die Bismarck da auch nicht lassen. Dann die U-Boot. Oh, das ist eine Schleichfahrt. Der Punkt da oben müsste doch heißen, dass sie in Jagd sind, ja. Können hier einfach dann noch ein bisschen aufrücken. Mal sehen, ob die Zerstörer hinterherkommen. Aber nächste Runde ist unsere Flotte hier wieder etwas gebrauchbarer, wenn sie getankt haben. So, ja, dann noch die Frage, wohin jetzt exakt mit den Verstärkungstruppen und das italienische U-Boot. So, ich versuche Vollgas irgendwo lang zu fahren. Dann erstmal im spanischen Hafen hier vorne auftanken, wo auch dieses deutsche U-Boot wieder versucht sich hindurchzuschlagen. Und dann haben wir in der Mitte noch ein U-Boot. Ja, gehen wir auf die Kanada-Linie. Ja, die U-Boote. Wir haben noch ein paar kaputte, aber die Deutschen haben halt keine Punkte. Wir haben noch Zerstörer. Gut. Italienische Einheit. Ja, bei den Italienern. Wir haben 212 Punkte. Ist da irgendwas Spannendes? Läuft durch. Das läuft. Das läuft. Das läuft. Haufen, ja. Auch schwere Artillerie wurde in den Kommentaren vorgeschlagen, aber da müssen wir noch Artilleriewaffen forschen. Und für eine einzige Artillerie weiß ich jetzt nicht, ob sich das wirklich so sehr lohnt. Kann auf jeden Fall mal eben diese Armee noch fertig upgraden. Kann die im nächsten Zug ganz gut was machen. Könnte natürlich noch italienische Luftabwehren kaufen. Und hier auch platzieren, die zum Beispiel die Küstengeschütze beschützen. Ach, die brauchen auch noch Punkte dringend mit den Luftabwehrwaffen. Eins nach dem anderen jetzt erstmal noch. Wir haben diese Rakete. Du sollst hier in den Süden. Er hat eine Angriffsreichweite von 4 oder mindestens 3. Du könntest hier hin. Ist das sicher genug? Da, 1, 2, 3, 4. Okay, ich will nochmal eben sicher gehen. Du hast eine Angriffsreichweite von 4, oder? Ja, Angriffsreichweite von 4. Hier platzieren, ich habe irgendwie doch Angst. Ich glaube nicht, dass die Panzer da wirklich reinkommen, aber gehst einfach mal hier hin. 1, 2, 3, 4. Dann haben wir einen Reiter. Und wir könnten den nach Kiew reinstellen. Dann könnten wir dieses Korps hier mal upgraden. Dann kann es auch irgendwo vernünftig mitkämpfen. Dann haben wir noch dieses deutsche Hauptquartier. Und dann kann, hier soll noch einer hin, damit auch wirklich alles in der Gegend kommandiert wird. Wir könnten den da einstellen. Nicht, dass dem da so viel passieren würde. Dass wir hier vorne dann noch wirklich zwei HQs haben und also Doppel-HQ arbeiten können. Und der Kollege kommt dann nach Rostov. Punkte. Dann hatten wir noch euch. Hier war eigentlich auch der Gedanke, das Akku hier rauszuziehen. Dann machen wir es mal voll.
den hier auch noch so stark wie es geht. Ich meine, der muss dann auf den Ort aufpassen. Du kommst hier schon mal zurück. Ne, wir verstärken dich erstmal einfach. Ja. Ah, in dem Moment, wo ich gedrückt habe, ist mir aufgefallen, da steht doch noch eine Spezialeinheit. Na gut, Leute, ihr seid so spezial. Ihr dürft schon mal ein Stück laufen. Tja, haben wir noch was für unsere Küstengeschütze? In denen sie schon angehen, können wir immerhin schon Luftabwehrwaffen geben. Also müsst ihr noch verstärken und vor allem Artillerie ist da wichtig, aber gut. Jetzt auch nicht mehr verlegen und nix. Aber das Sakko kommt weg, vielleicht eine Armee und die andere Armee deckt den Ort. Oder irgendwie sowas in die Richtung. Also es ist anscheinend, es ist erstmal im nächsten Zug, sich da das erste Ölfeld zu nehmen. Ja. Ich glaube, wir sind bereit für den nächsten Zug. Ah, sehr schön. Deutscher Fortschritt in der Industrie-Tech. Ohne den Atlantikwall haben wir immer auch schon die 1000 Punkte. Also hätten wir dann auch schon. Und da ist doch noch irgendwo ein sowjetisches Schiff auf der Finnlandlinie, aber wir nehmen 5 Punkte raus. Ich glaube, das ist verschmerzbar. Stand auch in den Kommentaren, die Schiffsjagd da lohnt einfach nicht, wenn man auf Dauer zu viel verliert. Gut, die Armee zieht rein. Ja, und da wird verstärkt. Und das Feld kriegen wir leider doch nicht. Ah, und auch hier kommt eigentlich irgendwas hin. Ach, das wird ja alles wieder kompliziert. Aber die sind neu aufgestellt. Die sollten nicht das größte Problem für unsere Panzer sein. Haben auch nur Infanterie 1. Okay, der Panzer da hat auch nur Panzer 2. Bräuchte irgendwann mal sein Upgrade. Für die Armee waren jetzt auch keine Punkte mehr übrig. Wenn die Einheit überlebt, kommt der, aber wenn da kein zusätzlicher kommt, können wir den auch einfach wieder abschneiden. Wieder auf den rauf. Ah, die kommen ja wirklich unerfreulich tief rein. Einfach nicht mal in Ruhe das Öl erobern lassen. Okay, der kommt da noch hin, aber er kann das Sakko oder die Flieger nicht mehr angreifen. An der Ecke, da sind rumänische Einheiten, die klären das da gleich wieder. Ja, das U-Boot ist noch da, wie schön. Leider eine sehr unschöne Gegenoffensive gerade. Wir müssen jetzt primär die Panzer loswerden und da irgendwie wieder eine Verteidigungslinie errichten. Ja, die Panzer doch eigentlich im Süden agieren sollen.
Vielleicht ist es auch ganz gut, dass die eine Spezialeinheit noch jetzt über war in Deutschland. Dann weiß, ich meine, sonst wäre sie vielleicht an eine andere Front geschickt worden, aber jetzt weiß man ganz eindeutig, dass sie da im Süden gebraucht werden. Und der großen Panzerverbände, die beide Fraktionen der Ostfront aufstellen können, ist der Ruf nach dedizierten Panzerabwehreinheiten losgeworden. Ja, her damit. Leider ohne Upgrades. Aber hey, die kommen zu einem guten Zeitpunkt, wo uns hier die Sowjets mit ganz schön vielen Panzern angreifen. Und irgendwann ist das hier auch mal auf Stufe 2. Dann können die sogar noch ein bisschen mehr. Fangen wir aber erstmal an einer entspannten Front an. Muss natürlich mal aus Basra raus. Du gehst nach Basra rein. Und wenn die nächste Runde halbwegs Versorgung haben, kann man sie auch wieder verstärken und upgraden. Und irgendwann zieht das Saku nach Kuwait. Und von da muss dann hier dieser Ort erobert werden, sobald die USA sich da eine Handelsroute aufbauen. So, und ihr. Okay, ist da hinten noch irgendwas los? Da ist tatsächlich meine Garnison drin. Ja, an die Arbeit. Hier noch irgendwas? Nee, gut. Ja, dann kommt noch mit. Das wird wahrscheinlich noch eine Weile dauern, weil wir den wahrscheinlich, denke ich mal, belagern müssen und alles. Der hat 5 Verschanzungen. Aber an sich sollten die Teheran dann erstmal erobern können. So, können wir hier diesen Ort erobern? Moral kaputt gemacht. Okay, die Verlies haben den besten ersten Schlag. Nur 1-2. Und besser. Der Ort gehört uns. Kannst du vorrücken? Kannst du mal aufklären? Nichts. Können wir da oben noch versorgen? Ja, aber das Saku zieht ja ran in den Ort. Schon sind die Zahlen besser. Ja, also gut, wenn da nichts ist, ne, dann. Okay, es könnte natürlich sein, dass er auf dem Schiff irgendjemanden vorbeischickt. Ja, sonst haben wir das erste Öl. Unerwartet ist es jetzt auf diese Weise zu bekommen. Ja, das Akku kommt noch nicht in den Ort. Ja, du hast ordentlich was abbekommen und müsstest mal verstärkt werden. Vor allem auch mal die Luftabwehrwaffen. Du passt dann mal auch mit sicherheitshalber auf den Ort auf, bis das Saku da ist. Das Korps kann da ja auch irgendwann aufpassen. Das mal mit ran, ja, und du machst auch mal Gewaltmarsch mit nach vorne. Ich meine, wenn da nichts ist, ist, der kommt nicht weiter, aber das sollte man ausnutzen. Ach, schön. Ach ja, und die Pack gibt es auch noch. Könnte fast von der anderen Seite noch mithelfen, aber. Nee. Italiener haben da noch 2 Armeen, die nachrücken. Ja, komm einfach mit, lauf da entlang. So, und wenn nicht zu viel schief geht, kriegen wir vielleicht sogar schon das andere Ölfeld. Und Baku nicht zu vergessen. Das heißt, die Ecke kann schon mal Erfolg vermelden. Die Ecke hier hat gewisse eigene Probleme. Hinten den Panzer einfach einkesseln, aber das wird das Korps niemals überleben.
Wenn man entspannt, sich das Öl sichern und dann passiert so ein Kram. Keine gute Versorgung zum Teil. Können wir die... Könnten darauf spekulieren, die zur Not rauszubomben, aber was machen wir wegen denen? Okay, es ist kompliziert. Ja, das ist wirklich kompliziert. Ich gehe mal kurz an eine andere Front, wo es vielleicht mal etwas leichter von der Hand geht. Warte, wenn wir jetzt mit den Rumänen aus Charkow angreifen wollen, muss irgendwer nachrücken und den Ort bewachen. Könnten dieser Kavallerie mal die Infanteriewaffen geben, dann kann der passt noch auf die Partisanen auf und nächste Runde tauschen wir dann durch. Dass der in den Wald reitet und der zurückkommt. Auf den Ort muss auch irgendjemand aufpassen. So oder so, ich will hier mal ein bisschen lang. Wo kommst du da rein? Um ihn jetzt für die Aufklärung zu benutzen, ich weiß nicht. Du bekommst deine Infanteriewaffen, hätte ich gesagt. Geht aber nicht. Da ist einer dann. Push mal damit rüber. Ich nehme hier eine Garnison, wenn der hier mit entlang kommt. Könnte natürlich hier ein paar nehmen von. Im Endeffekt nur wichtig. Ne? Dass irgendeine Eisenbahn dadurch gehalten wird. Ja, ich weiß, ich habe sonst gerne alles zugestellt, aber ich weiß so langsam gerade auch nicht mehr, wo die Garnisonen herkommen sollen. Das heißt, da kommt noch irgendjemand rein. Ach, verdammt. Mist. Hätte jetzt gedacht, wir könnten bis dahin einfach ziehen. So viel dazu. Dann hier, wir haben einen Korps verloren. Aber die Armee... In Orsha selbst, der ist nichts passiert. Frage, werden wir diese Armee da los? Oder müssen wir uns von dieser Front noch Truppen ausleihen für hier unten? Ah, gibt es mal eine Front, die hier eindeutig verläuft, wo man nicht drei Sachen gegeneinander abwägen muss? Hier zum Beispiel, ja, der Panzerzug hat natürlich leider was abbekommen, aber du... Kann hier eigentlich entspannt ein bisschen mit drauf schießen. Also diese Armee kann ihn einfach schon mal vernichten und dann ja, der ist ausgeschaltet. Ja, mal überlegen. Jetzt nicht auch ein bisschen in Richtung dieses Ortes da ziehen. Kriegen den wahrscheinlich, wenn dann erst nächste Runde so langsam kaputt. Vielleicht auch mit Hilfe des Panzerzugs. Du deckst gegen den. Du deckst uns hier ein bisschen entlang ab. Du könntest, na, der. Erstmal hier hinstellen. Du da musst verstärkt werden. Also ich will auch nicht so viele Punkte ausgeben, weil das an der Südfront das. Wird kompliziert. Ich bin auch im Überlegen, gleich einen kurzen Cut zu machen und da nochmal alles durchzudenken. Weil das wird wirklich nicht ganz einfach. Wir haben hier ein Schlachtschiff ohne Upgrades. Natürlich mal versuchen, unseren eigenen Flugzeugträger hier irgendwie anzubringen. Naja, wie sieht's hier aus? 2-1. Ach, wir haben natürlich keinen Jäger so recht dabei. Ach, wenn wir da reinziehen, dann muss der vielleicht noch eine einfache Front. Ich überspringe hier langsam eine ganze Menge, ich weiß. Natürlich auf den schießen und vielleicht reicht das. Okay, was soll's. Man muss jetzt an die harte Front ran. Davon hängt auch eh der ganze Rest ab, wie viele Punkte man hier investiert, wie man sich aufstellt. Und ich würde sagen, ich mache an dieser Stelle einen Cut. Das ist jetzt einfach ein bisschen viel auf einmal. Und bis also, gleich. Wie man das auch dreht und wendet, ist eine überaus komplexe Sache. Alles, was es gibt, sind wohl ein paar feste Sachen, dass zum Beispiel der hier lieber zurück sollte, um hier irgendwie zu helfen. Und der dann hier auf dieses Feld zurückkommt und hier irgendwie die Eisenbahn abzuschneiden, das wird wohl nichts mehr.
Ja, und der muss einfach weg. Also macht uns das Akku oder unsere Flieger platt und das Akku irgendwie rausziehen. Hast du in der Gegend dann womöglich wahrscheinlich schon Versorgung? Also ich finde, der muss weg. Was ich auch noch gesehen habe, wir können den dahin ziehen und dann nämlich den durchtauschen. Dann den verstärken. Klar geht die Garnison aller Wahrscheinlichkeit nach drauf, aber vielleicht überlebt das Korps dann noch. Ja, und jetzt diesen Panzer da rauskriegen. Aufgabe der Bomber. So. Gut, wir könnten den theoretisch da reinziehen, aber natürlich auch nicht so viel und den zu wieder zu. Wir können ihn verlegen. Oh. Das ist insofern interessant, weil das könnte ihn retten. Die Frage, wer nimmt dieses Feld ein? Organisierte Einheit direkt. Also, ich glaube, den rettet hier nichts mehr. Wenn wir ihn verstärken, kommt irgendwie so ein Panzer, macht das Feld zu. Und dann kriegen wir ihn nicht mehr. Diese Armee dahin. Ach. Ich meine, solange den Sowjets das Feld gehört, der auch niemanden einfach per Eisenbahn reinschicken. Und wir haben jetzt noch zwei Bomber. Und müssen natürlich auch hier unten irgendwie lang. Da fällt ja schon mal praktischer, die Spezialeinheit da rauszukriegen. 3-1, der mittlere Bomber nur ein 1-1. Der kann vielleicht schon besser demoralisieren. Der ist vernichtet. Wir könnten ja noch 5-1 nachlegen versuchen. Ein bisschen teuer geworden. Sagen du, wir ziehen dich hier mit entlang. Ah, komm, nehmen wir den raus. Wir nähern uns dem Ort. Ich hoffe, dass unser Panzer das überlebt mit 5 Stärke. Am liebsten würde ich jetzt auch schon direkt an die Ölquelle ran. Hier bleibt natürlich auch dieses Problem hier. Also wir könnten auch diese Armee hier zurückpfeifen. Gut, wenn du das erstmal hier absicherst. Müssen uns irgendjemanden schicken lassen, der hier zwischengeht. Also dieses Akku, würde ich sagen, geht. Wenn wir inzwischen eigentlich auch genügend Akkus in der Gegend. Könnte eigentlich auch wieder automatisch machen. Du gehst hier rein. Stimmt auf jeden Fall die Versorgung im nächsten Zug. So, dann. Wir könnten die Garnison raushauen. Bringt's das wirklich? Nicht wirklich. Der wäre schön, wenn der jetzt auf das Feld käme. Kann er aber nicht. Du musst irgendwie auch hier entlang decken. Beziehungsweise wir müssen uns per Bahn noch ein paar Einheiten schicken lassen. Auf dieses Feld, da können wir wahrscheinlich niemanden. Nein. Du könntest zum Beispiel nach hinten, nach Stalino. Da hättest du vielleicht auch eine Chance zu überleben. Du könntest auf dieses Feld und hier unsere Flieger und so die ganze Front ein bisschen abschirmen. Mal da rein. Zwei muss nicht sein, du kommst vielleicht im nächsten Zug hier hin. Dann bräuchten wir hier noch ein bisschen. Könnte der ja zum Beispiel machen. Okay. Ja, die Raketen sollten mal da drauf schießen. Doch der Auto.
dürften die zumindest schon mal etwas schlechtere Werte im nächsten Zug haben, aber das reicht alles nicht. Also da haben die jetzt dummerweise ein HQ und schon... Dann werden sich nächste Runde auch einigermaßen verschanzen können. Da müssen wir lang. Ich würde irgendwie doch schon gerne die Garnison rausnehmen. Beziehungsweise ihr geht schon mal zum Öl. Könnt im Zweifel auch zurück. Ach. Auch ernsthaft. Es war jetzt ein bisschen unnötig, dass da so viele Verluste erlitten wurden. Jetzt kommt ihr mal zurück, dass ihr alle möglichst viel Versorgung habt und dann müssen wir zum Teil euch hier alle groß verstärken. Erstmal. Ja, du nimmst den Ort ein, kann von hier von der Seite auch nicht mehr viel kommen. Vielleicht. Ja, von hier 1, 2, 3, 4 könntest du sonst vielleicht auch diesen Ort angehen. Wäre auf Dauer an, obwohl von hinten ist auch noch ein Ort. Das ist cool. Ja, der wird aus dem Ort sich noch alles holen müssen, alles holen können. Naja. Das ist dahin, oder wenn du dahin gehst. Weil irgendwie, da kommt man nicht lang, die Eisenbahn zu kriegen, das wird auch nichts mehr. Er hat da auch zu viele Orte. Wenn die Raketen auf eine Bahn verlegt und zum Beispiel hierhin irgendwie bringt, da sind nicht ganz so viele Orte. Ja, vielleicht was. Was ist denn mit diesem Feld? Also du wirst verstärkt und da muss auch noch jemand rein. Also vielleicht diese Armee hier holen. Und du gehst da mal weg. Da eh nur drauf zu gehen und den könnten wir im Zweifel auch noch verlegen. Ja, wir könnten zum Beispiel den mittleren Bomber hier noch ein bisschen wegziehen und du da rein. Jagdflugzeuge kriegen mal das Upgrade, weil die hatten jetzt noch einen recht entspannten Job. Tag, Zug, wie auch immer. Ja, jetzt könnte er theoretisch hierhin noch. Wir hatten ja noch einen Satz Spezialeinheiten. Zum Glück funktioniert die Eisenbahn in der Gegend. Die können dann, also wir müssen irgendwie da rein, dadurch. Nächsten Zug und hoffentlich machen die keinen Panzer platt. Nächstes Problem, wer geht nach Charkow? Also diese Packs müssen alle erstmal verstärkt werden. Mehr ist hier jetzt nicht. Halt von hinten wen abziehen. Oh, Entschuldigung. Dort auf der Taste. Du, ja. Umgesucht, ja. Ein Ort umgesetzt. Hier waren wir zum Teil schon. Das, die haben da ein bisschen was gemacht. Die kommen ja demnächst alle weg. So, hier. Da ist noch ein bisschen mehr los. Ich würde sagen, der Panzer rückt da rein vor. Sehr schön, der gegnerische schwere Panzer. Den man bei den Zahlen eigentlich ordentlich aus. Ansonsten, du musst hier ein bisschen rein. Das Feld jetzt dummerweise gehört und wir aufpassen müssen. Der übernimmt die beiden, der ist da. Die einfach mal mit nach Norden. Könnten diese mechanisierten, die Panzergrenadiere zur Not noch abgeben. Ja, bisschen Schlagkraft. Also abgeben an die südliche Front, die hier irgendwie durchkommen muss.
Das fällt auch erstmal ein bisschen näher ran. Auch, also ich meine, sind gute Zahlen. Und auch da einfach mal drauf schießen. Na gut, 3-1. Ich glaube, das ist in Ordnung. Das war nicht ganz so toll. Aber okay, dann hat man hier halbwegs auch mal wieder eine Perspektive hier. Oh ne, jetzt zum Großteil schon fertig. Okay, ich meine, man könnte den hier noch ranziehen. Hm, hier drüben. Also du könntest den einfach abschneiden. Vielleicht ein bisschen nach Norden und den da im Zweifel zu helfen. Tja, dann hier angreifen. Problem ist, wir haben gerade keine Jäger. Aber du kannst ja mit Jagdflugzeugen da entlang und irgendwer schaut mal kurz, dass der Weg auch frei ist. Da ist diese sowjetische. Ja. Da ist noch ein Schlachtschiff. Ja, mehr ist da nicht, oder? Du mal eben hierhin fliegst, dann hast du bis dahin, also dahin fährst, hast das bis dahin, dann könnten wir versuchen 1-1, 1-0, 1-0, großartig. Das sind nicht mal mehr die Werte, die man so bräuchte. Würde ich sagen, da müssen wir einfach langsam rein. Ist gar nicht geflogen. Wir haben jetzt schon 3-0. Guck da auf, wie teuer es ist. Aber ja, komm, ich glaube, das noch näher. Nein. Okay, dann ist gut. Und den wahrscheinlich nicht umhauen. Im Sinne, dass wir da noch einen Angriff für die Raketenartillerie hätten. Ja gut, wir machen dich mal wieder voll. Den können wir eigentlich auch mal wieder voll machen. Habe ich noch ein Feld in die Richtung, dass wir vor allem da entlang boosten. Ist da eigentlich auch mal wieder. Oder hier oben lang Druck machen. Mal gucken, was da so los ist. Nicht ganz so viel. So, du darfst dann erstmal wieder in deinen Hafen. Du eigentlich auch. So, dann hier vielleicht auch erstmal das Feld erobern versuchen. Eins klingt gut. Oh ja, Feld erobert. Na gut, 1-1 muss man jetzt nicht nachsetzen. Also Leningrad belagert. Dann ist noch ein bisschen die Frage nach der Feindpostierung. Zum Beispiel dahin gehst, die Artillerie dahin und du dahin. Das hier ist nämlich ein Wald, da kommt nicht so viel Versorgung an, aber die Artillerie braucht jetzt auch nicht so viel Versorgung. Aber mit unserem HQ hier vorne. Ja, dann also mal sehen, ob man nicht vielleicht noch die letzte Armee hier auch noch direkt dahin kriegt. Aber der hier müsste eh erstmal verstärkt werden und so oder so müsste man noch ein paar Geschosse ansammeln hier erstmal. Wenn man da wirklich Aussichten hat, reinzukommen. So, ein wenig die Schiffe. Ja. Können ja noch ein bisschen fahren. Ich. Jetzt halt keine Ahnung, sind
Da sind die britischen Schiffe. Vielleicht die Kreuzer ganz schön Schaden gemacht. Wir haben auch kaum noch gesunde Schiffe und fahren da ins nächste ein. Die U-Boote müssen bald auch mal tanken. Ja, aber gut, je mehr Punkte die. Also sagen sie da noch Punkte rausnehmen, dann ist gut. So, du kannst nicht kreuzen, bist hier bald in dem Hafen. Und du fährst zum Atlantik. Und du bewegst dich hier ein bisschen. Und machst einfach weiter. 189 Punkte mit den Deutschen. Ist hier noch irgendjemand? Erstmal, der sich bewegen müsste. Nein. Also zumindest mit den Deutschen nicht. Ein paar Sachen machen. Hier diese Jagdflugzeuge, die brauchen dringend das Upgrade. Und der Runde danach dringend Verstärkung, dass wir die Bomber mal wieder nutzen können. Und dann mal Kurs zurückkaufen. Ja, Trinkkurs zurückkaufen. Andererseits. Ja, einen Bomber weiter forschen und den dann irgendwann auch mal tatsächlich kaufen. Könnten noch einen, beziehungsweise Küstengeschütze ja wieder voll verstärken, ist auch in Ordnung. Dann haben wir die Italiener. Ich würde sagen, ihr macht hier weiter Truppen bereit. Die Armee kann dann schon mal nach vorne. Sogar hier ganz nach vorne. Sehr schön. Ja, die andere. Der nächste Runde, der in der Runde danach. Könnte sie eigentlich auch mal raus auf irgendeine Eisenbahn und irgendwo hin verlegt werden. Dann könnten wir noch brauchen, ja. Und da fällt auch mal die eine oder andere Garnison. Na gut, kaufen wir noch zwei Garnisonen. Gut, dann haben die auch keine Punkte mehr und dann. Ihr wird somit auch fertig. Und sie mal den Feindzug ansehen und hoffentlich hält das sie jetzt halbwegs bei Rostov. Ich hoffe, die machen die da keinen Panzer kaputt. Sagen Sie ja, wenn Sie möchten, dass das Schiff in den Atlantik fährt. Ja, dafür. Ja, auch platziert. Er bringt da noch schnell eine Einheit hin. Ja, mit Industrie 4 immerhin, ne? Die Einheit in Baku, die. Also kann da wohl schlecht ein paar Eisenbahnen gebracht worden sein. Die hat er da einfach ganz neu platziert. Bringt das Akku weg, das ist schon mal ganz gut. Okay, und er hat das eine Korda. Das Ölfeld natürlich zurückgeholt, aber. Ich würde die Panzer jetzt halt nicht aufteilen. Ich bräuchte mal Luftabwehrwaffen 2, das Upgrade.
diesem Schwierigkeitsgrad ist die dermaßen listig, weil die halt. Hat der gerade mit einem Schlag einen Panzer platt gemacht? Die Garnison wird vertrieben, aber das Korps scheint ja immerhin zu überleben. Britische Schiffe. Großartig. Also ich würde sagen, wer da ist, zieht sich jetzt, also von den Überseeschiffen ziehen sich zurück. Die U-Boote müssen wir mal gucken. Eine Garnison und ein Schiff, was soll's, aber tatsächlich, die hat den Panzer einfach so platt gemacht. Das kann ja heiter werden. Naja, gut. An dieser Stelle dann erstmal wieder vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Bis dann.